Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Also ich würde sagen, die Lee Family als vom Pech verfolgt zu bezeichnen, ist so ziemlich die Untertreibung des Jahrtausends. Ja, Bruce Lee war definitiv ein Martial Arts Gott. Jemand, der nicht nur Chuck Norris, Jackie Chan und tausende andere Leute trainiert hat, sondern einfach jemand, der unfasslich talentiert war und extrem geniale Filme gemacht hat. Gut, halt wahnsinnig wenige Filme. Man hat sich nicht denken können, dass jemand, der quasi alles umhauen kann, was irgendwie herumfliegt, im Endeffekt von einer kleinen Kopfhörtablette umkaut wird. Wobei, viel größer war das, was dann das Schicksal seines Sohns besiegelt hat, ja auch nicht, denn Brandon Lee kam ja tatsächlich auf ganz tragische Art und Weise bei den Dreharbeiten von The Crow ums Leben. Aber bevor das passiert ist, hat auch sein Sohn Brandon Lee noch den ein oder anderen coolen Film drehen können und ich hoffe jetzt einfach einmal, dass Born Hero einer davon ist. Warum ich das so sage, ist, ich hatte noch nie die Chance, ihn zu sehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Veröffentlichung der Highlight-Video-VHS-Kassette, die dann im Jahr 1990 übrigens sogar auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt wurde und erst 25 Jahre später nach Zeitablauf wieder gestrichen wurde, da vor meiner Filmschauzeit erschienen ist, wollte ich sagen, und wahrscheinlich auch die Überraschung, dass der Film damals ungekürzt nach Deutschland gekommen ist. Damit hätte ich jetzt an der Stelle auch fast nicht gerechnet. Aber nachdem die alte DVD von Splendid zwar das Bildformat 1,85:1 geboten hat, aber nicht einmal anamorph kodiert war, war es wirklich an der Zeit, dass dieser Film einmal eine ihm würdige Sonderedition bekommt. Und das ist jetzt dank Nameless endlich der Fall. Wir bekommen insgesamt drei verschiedene Cover-Artworks für das Mediabook von Born Hero. Eines davon ist, sagen wir mal ganz lose, der deutschen DVD von Splendid nachempfunden. Aber das, was ich mir hier für dieses, für meine Sammlung geholt habe, das ist das Cover-Artwork, das direkt von der alten deutschen VHS-Kassette stammt. Und das ist meiner Meinung nach wirklich das explosivste und coolste Motiv, das Nameless übrigens auch dieses Mal wieder absolut großartig für das Mediabook aufbereitet hat. Am meisten mag ich natürlich hier die Art, wie es nicht nur beim Titelschriftzug, sondern auch beim Körperporträt, sage ich jetzt einmal, von Brandon Lee, hier mit dem partiellen Glanzlack spielt. Was ich ebenfalls durchaus interessant finde, ist, wenn wir da jetzt einmal wirklich ins Detail schauen, dann merken wir schon, dass dieses Bild jetzt auf gar keinen Fall unscharf oder detailarm daherkommt, definitiv nicht. Aber man merkt ihm, finde ich, schon ein bisschen durch seine groberen Kanten an, dass das hier ein recht altes Covermotiv ist, von dem man jetzt offensichtlich nicht mehr die besten Materialien zur Verfügung hatte. Aber ich finde, aus dem, was es da noch gab, hat man bei den Designern von Nameless auf jeden Fall das Bestmögliche rausgeholt. Man hat sogar tatsächlich hier die Tagline, die bei der VHS-Kassette eigentlich oberhalb von Brandon Lees Kopf anfangen würde, auf die rechte Seite gerückt, wo dort eigentlich das Highlight-Video-Logo war und hat das Ganze, finde ich, hier einfach wirklich sehr, sehr, sehr schön aufbereitet. Wie gesagt, dass das Ganze ein bisschen grober ist, das fällt einem vor allem, finde ich, hier unten beim Feuer auf, beziehungsweise teilweise an den Kanten, aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen und auf den ersten Blick ist das sicherlich meiner Meinung nach das schönste Cover, das es zu dem Film gibt. Außerdem Nameless-typisch natürlich eben auch hier der partielle Glanzler-Coppola auch auf dem Spine sowie dann auf dem Backcover. Da hat man, finde ich, etwas gemacht, was ich persönlich absolut genial finde. Man hat nämlich zusätzlich zu den eh üblichen Elementen, die Nameless immer veredelt, wie eben hier zum Beispiel den Bildern aus dem Film, die aber, finde ich, hier mit diesem sehr, sehr, sehr schönen Splatter, Blutsplatter-Effekt hier veredelt sind, aber man hat dann auch noch die zwei Waffen in Brandon Lees Hand, beziehungsweise diesen Streifen zusätzlich zu dem Titelschriftzug oben, aber was mir persönlich ganz besonders gut gefällt, sind diese Schriftzeichen hier, die sich dank dieses partiellen Glanzlacks wirklich absolut großartig hier vom Rest des Bildes abheben. Interessant ist, dass der Film damals gedreht wurde im Jahr 1986 von Ronnie Yu, dem Regisseur, der dann später Filme wie Chucky und seine Braut und Freddy vs. Jason drehen wird. Aber
Wir haben da, finde ich, auch ein sehr, sehr schönes Backcover insgesamt eben mit unserer individuellen Limitierungsnummer. Und ganz ehrlich, die Nummer 6 von 500 zu haben, ist ja schon auch irgendwie was Cooles. Schauen wir dann einmal ins Innere. Da wartet natürlich einerseits eben hier auf der linken Seite auch ein durchgehendes Innenartwork, das unterbrochen wird hier einerseits von der Blu-ray mit dem Film, die eben das hier verwendete Cover-Motiv zeigt. Schön, finde ich irgendwie auch diese Struktur, die da dieses Bild noch ein bisschen veredelt und verfremdet ein bisschen. Und dann haben wir eben dieses von der DVD inspirierte alternative Cover-Artwork auf der DVD und auch auf der Rückseite mit demselben Muster eben hier ein verändertes Motiv. Das aber finde ich ebenfalls ein ganz nettes durchgehendes Design für das Innenleben und den Spiegel von diesem Mediabook ist. Wir können uns jetzt dann einmal durch das Booklet blättern und sehen, was uns hier erwartet. Sehr schön finde ich irgendwie diesen asiatisch angehauchten Look von dem Booklet eben auch im Inneren mit der Schriftart, die hier für die Überschriften gewählt wurde. Dazu ist das Ganze mit denselben Verfremdungen und Effekten aufgebaut wie das Innere, wobei das teilweise auch ein bisschen so seltsam wirkt bei den weißen Flächen im Hintergrund. Das dürfte eben ein Nebeneffekt von dieser grafischen Überarbeitung sein. Aber dafür bekommen wir hier hoffentlich zu dem Film noch einen inhaltlich ebenfalls interessanten Begleittext. Den habe ich ja noch nicht gelesen. Hier das Bild von Brandon Lee, das wir auch vom Backcover kennen. Das mache ich ja grundsätzlich immer erst, wenn ich den entsprechenden Film dann auch gesehen habe. Und wenn wir da am Ende sind. Ja, fiese Gesetzeshüter, das passt. Die Überschrift passt irgendwie sehr gut zu dem Bild. Geschrieben hat den Text diesmal wieder Nando Rohner. Ist meiner Meinung nach ein nettes, schick aufbereitetes Booklet zu einem Film, auf den ich mich wirklich, wirklich freue.